Darf euch begrüßen zur Pressekonferenz der WSG Tirol vor der 30. Runde der Admiral-Bundesliga. Die WSG Tirol gastiert am kommenden Samstag um 17 Uhr beim FC Blau-Weiß Linz. Für die heutige Pressekonferenz darf ich Cheftrainer Thomas Silberbauer neben mir begrüßen. Ja, Coach, Spieltag Nummer 1 nach dem geschafften Klassenerhalt. Wie war das Arbeiten in dieser Woche? Ja, das Arbeiten war relativ easy. Wir haben am Dienstagnachmittag, wenn die Trainingswoche startet, noch zwei freie Tage. Und ja, du merkst schon, dass viel Ballast abgefallen ist von der Mannschaft. Die Woche war jetzt nicht so intensiv für die Trainingseinheiten, aber trotzdem haben wir vernünftig gearbeitet und jetzt freuen wir uns auch aufs Match morgen. Der kommende Gegner, FC Blau-Weiß Linz, hat ja auch am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt fixiert. Was macht die Mannschaft von Gerald Scheiblin aus? Ja, kompakte, homogene Einheit. Sie waren im Trainingslager immer am Platz neben uns. Wir haben es da auch immer wieder beobachten können. Die Truppen funktioniert, da zieht jeder einen Strang und sie haben einen sehr, sehr guten Trainer. Und deswegen stehen sie auch zu Recht 4 Tage oder 3 Spieltage vor Schluss in der gleichen Position wie wir. Danke. Eure Fragen bitte. Alex Gruber für die Idee. Was für ein Spiel ist angesichts der Rettung von beiden Mannschaften jetzt aus deiner Sicht da zu erwarten? Ich glaube, dass beide Mannschaften mit offenem Visier spielen werden. Es wird ein lässiges Match. Also 0-0 kann ich fast kategorisch ausschließen. Beide Mannschaften können in das Spiel gehen. Endlich seit Wochen. Heute darf man nicht verlieren. Diese Parole gibt es nicht mehr. Und eins ist auch klar, für den Sieg aus dieser Partie geht nur mal eine kleine Tür auf. Und deswegen glaube ich schon, dass es ein lässiges Match wird. Und los, Frau, bitte. Das heißt, personell jetzt, wie gesagt, es gibt ein paar Änderungen, sag mal. Ich meine, es betrifft jetzt nicht unmittelbar dich, aber den Verein, dass man noch den einen oder anderen Spieler einmal quasi Einsatzzeiten gewährt, der jetzt vielleicht nicht so viel gespielt hat, oder volle Kapelle? Über das machen wir uns nächste Woche Gedanken vor die letzten 2 Spieltage. Jetzt schauen wir mal das Blau-Weiß-Linz-Match. Wie gesagt, wenn wir das gewinnen, geht für uns eine Tür auf. Und ja, ich sehe auch die Spieler das ganze Jahr beim Training. Also es gibt, glaube ich, nichts, was ich noch nicht weiß von meinen Spielern und was ich noch nicht gesehen habe von meinen Spielern. Also von denen her werden wir morgen sicher mit einer starken, konkurrenzfähigen Mannschaft am Platz gehen. Alex Lamposch für die Krone, bitte. Der Abschied rückt jetzt immer näher. Die Mission ist erfüllt. Ist das jetzt noch so eine Genusstour, die letzten Spiele, wo sagst du, ich kann das noch mal richtig auskosten, ohne den Druck? Der Druck im Vorfeld ist definitiv nicht mehr so hoch wie in der Quali-Runde, das gebe ich zu. Ob ich es genießen kann oder nicht, wird dann schon von den Leistungen abhängen, was wir am Platz bringen. Weil eins ist auch klar, jetzt nur auf ein Genusstor gehen und Ergebnis ist wurscht und jedes Spiel herschenken, das ist nicht mein Ansatz. Und da, ja, auch dann wird vielleicht noch mal der cholerische Ansatz gefragt sein, auch wenn's um nichts mehr geht, aber Bundesligaspiele einfach so herschenken, das will ich überhaupt nicht und da werde ich dann schon noch extrem scharf sein. Alex Gruber für die Tiroler Tageszeitung. Vielleicht auch Richtung Zukunft, ich meine, deine ist offen. Kommen die Spieler noch irgendwie zu dir? Jetzt bist du ja fast schon unabhängiger Berater. Oder halt, sie wissen ja, dass du quasi im Sommer nicht mehr bist. Gibt es auch einen Spieler, der sag ich mal, so ein bisschen im Vier-Augen-Gespräch deine Meinung, dein Rat für ihre eigene Zukunft erkunden wollen oder ist das eher nicht der Fall? Also bis dato ist es nicht der Fall. Diese Gespräche haben wir auch letztes Jahr immer geführt und wenn ein Spieler meine Einschätzung nur hören will, dann steht die Tür jederzeit offen, das wissen sie ja. Aber diese Woche haben wir in die Richtung definitiv kein Gespräch geführt. Aber ja, wir werden schauen, was auf uns zukommt die nächsten Wochen. Einmal traue ich mich noch. Na, Silvi, Stichwort bei dir hat die Mannschaft oder der Verein auf Zeiten August, dass du es quasi mit der Sommerpause beenden wirst. Vielleicht kurz zum Team. Gangnick war jetzt auch eine Debatte. Hätte es aus deiner Sicht, du hast langjährige Erfahrung, was gemacht? Natürlich hätte es was gemacht, wenn jetzt klar gewesen wäre, dass er wechselt, beziehungsweise was macht es, dass er sich für den ÖFB entschieden hat? Aus deiner Perspektive und aus deiner Erfahrung aus? Ich finde es super, dass er sich für den ÖFB entschieden hat. Sogar extreme Charakterstärke für Nationalteam entscheiden gegen Bayern München, das ist auch klar. Und
Deswegen ja, finde ich es cool, dass der Ralf den Weg nur die nächsten Jahre mit dem ÖFB-Nationalteam geht. Wahrscheinlich auch, weil er extrem viel Potenzial darin sieht in unserem Nationalteam, ähnlich wie ich. Und was er jetzt gemacht, wenn er sich für Bayern München entschieden hätte? Ich glaube, da hätte man die gleiche Konstellation gehabt wie 2018 Spanien, wo der Trainer eine Woche vor der WM gesagt hat, er wechselt zu Real Madrid. Und dann hat man eh gesehen, was die spanische Nationalmannschaft in Russland am Platz zaubert hat. Das hat dann einen Trainerwechsel gegeben, eine Woche vor der WM. Und ich glaube, das wäre für uns eine ungute Geschichte gewesen, weil wir haben eine schwere Gruppe und wenn da was schief geht in der Gruppe, wäre sicher die Diskussion gewesen, dass der Teamchef schon gedanklich bei Bayern München ist. Und Gott sei Dank bleibt uns jetzt dieses Damoklesschwert der Sport und wir können uns, glaube ich, alle miteinander, Fans, Trainer, Spieler, auf eine coole Euro freuen. Alex? Gut. Magst du uns noch was verraten, wo deine Gedanken sind, abseits der WSG und der österreichischen Fußball-Bundesliga? Nein, meine Gedanken, du, ich habe jetzt einmal mit meinem Berater die Woche telefoniert und ja, wir werden uns einmal nächste Woche vielleicht einmal zusammensetzen, dass wir alles, was spannend ist, in die engere Wahl ziehen und alles, was nicht spannend ist, ausschließen. Gut. Patrick Mayhofer, warte, das Mikro bitte. Patrick Mayhofer für den NOF. Gerade als Nachfrage, wie viel musst du da jetzt aussortieren? Wie viel haben angefragt? Du, das weiß ich jetzt nicht. Es ist ja ein Berater, der was viel unterwegs ist und wir haben gestern telefoniert und wir haben gesagt, wir hocken uns nächste Woche mal zusammen. Ich habe keine Anzahl. Vielleicht gibt es gar nichts. Vielleicht gibt es auch keine einzige Anfrage, wobei er gesagt hat, wir müssen schon über einige Sachen diskutieren, aber ich kann das jetzt nicht sagen, ob viel Gutes ist, ob viel Schlechtes ist, ich weiß es nicht. Aber ich bin auch nicht gedanklich dabei, ganz ehrlich. Gut, wenn es keine Fragen gibt, danke fürs Kommen, auf ein erfolgreiches Wochenende und bis zum nächsten Mal.